In dieser Nähanleitung mit kostenlosem Schnittmuster zeige ich dir, wie du eine Napfunterlage für deinen Hund oder deine Katze nähen kannst. Am besten nähst du sie aus Wachstuch oder gewachster Baumwolle, dann lassen sich Futterreste ganz einfach entfernen. Bevor wir mit der Napfunterlage beginnen, klebt ihr erstmal das Schnittmuster zusammen und dafür legt ihr einfach die beiden Papiere zusammen und dann schneidet ihr einmal rundherum. Danach legt ihr auf die unschöne Seite der gewachsenen Baumwolle oder des Wachstuchs das Schnittmuster auf, legt das Ganze in den Bruch, also dass hier so eine Stoffkante sich bildet und schneidet das Ganze dann aus, nachdem ihr das auf die unschöne Seite mit einem Marker übertragen habt. Ich habe jetzt zweimal die Napfunterlage ausgeschnitten. Einmal aus gewachster Baumwolle und dann auch nochmal aus Wachstuch. Zwei unterschiedliche Stoffe, so kann ich das Ganze wenden und habe ein bisschen Abwechslung. Eine Nahtzugabe braucht ihr hier nicht. Ihr näht das Ganze jetzt einfach einmal rundherum knappkantig zusammen. Legt die beiden Stoffe dabei links auf links, also unschöne Seite auf unschöne Seite. Und wenn das Ganze genäht ist, ist die Napfunterlage eigentlich auch schon fertig. Um das Ganze zu fixieren, damit es nicht auseinanderrutscht, benutze ich Wonder Clips. Denn Nähnadeln würden kleine Löcher hinterlassen. Und die könnt ihr einfach hier befestigen und könnt das Ganze so fixieren. Jetzt nehmen wir das Ganze einmal rundherum, knappkantig ab. Die Stichlänge beträgt 3,5 und ihr könnt einen ganz normalen Geradstich verwenden. Das Ganze nähen wir knappkantig ab. Und los geht's. Vernäht am Anfang und am Ende. Kleiner Tipp, wenn ihr an die Rundungen kommt, lasst ihr die Nadel im Stoff stecken und dann könnt ihr das Ganze drehen und könnt die Rundungen dann einfach weiternähen, indem ihr das Stoffstück dreht, das Nähfüßchen wieder senkt, das Ganze wieder anhebt und so weiter und so fort. Das Praktische bei meiner Pfaffe ist, die macht das automatisch immer, dass sie das Nähfüßchen etwas anhebt. Und das macht ihr jetzt, bis ihr einmal rundherum genäht habt und dann ist die Napfunterlage fertig. Den Link zum kostenlosen Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Gefällt mir hinterlasst. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert mich doch einfach. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachnähen. Eure Christina von Zucker und Zimt Design.